Eine neue Runde Dota 2 auf GameTube. Und wo ist Michi? Michi! Ja, Michi ist nicht da. Müsst ihr wieder alleine mit mir vorlieb nehmen. Mal gucken, ob wir es wenigstens wettmachen, indem wir einen interessanten Helden wählen. Hängt natürlich wieder ein bisschen davon ab, was das Team macht. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Idee, was mal interessant zu spielen wäre. Wir haben ja auch schon viele gute Sachen gezeigt. Mal schauen. Mal schauen, was wir picken, mal schauen, was die Gegner picken. Und dann kann man was Passendes dazu nehmen. Die Mitte passt jetzt ja nicht mehr so. Mit Ricky haben wir auch schon einen Carry und einen Unsichtbaren. Ich hätte, glaube ich, Lust auf Slada oder Tidehunter. Gucken. Das würde mir beides eigentlich ganz gut gefallen. Mal schauen, was sich da eher anbietet. Ich werde den Slada nehmen. So. Finde ich gerade eine gute Idee. So, dann werde ich jetzt unten in die Lane gehen. Der Ricky geht ja dann nach oben. Mal gucken, ob die noch ein bisschen für Support sorgen. So, was brauche ich? Den Magic Stick schon genau richtig. Ich werde auch hier die Tangos brauchen. Das Downshield kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Bin auch gar nicht so ein Riesenfan von Vanguard am Slada. Hier noch Gauntlet of Strength, dann kann ich mir später daraus die Bracer bauen. Das passt schon ganz gut. So, schauen wir mal kurz. Ein Kurier haben wir. Oben der Jakiro kann dem Ricky helfen. Die Lina kann mir helfen. In der Mitte ist der Shadow Fiend. Als Gegner haben wir Windrunner, Queen of Pain, Earthshaker, Doom und Nature's Prophet. Das heißt, einer wird doch vielleicht... bisschen schwierig zu sagen. Queen of Pain wäre eigentlich klassisch in der Mitte. Und Windrunner könnte eine Solo-Lane machen. Dann hätten die aber zwei Melees auf einer Lane. Nicht ganz optimal, ihr Team. Mal schauen, wie sie sich da aufstellen. Ich gehe mal kurz hier unten mit hin, weil die Lina da warden möchte, dass sie hier nicht allein im Wald überrascht wird. Ich skill mal noch nichts, falls ich auch was Spezielles brauche. Mal gucken. Ah, da kam sie. Eigentlich kann sie ein Ward aufstellen und kam da auch wieder raus. Super. Ganz kurz mal die Skills durchgehen, kann ich nachher nochmal vielleicht genauer erklären. Er hat Sprint, womit er einfach höheres Bewegungstempo hat, kurzzeitig, nimmt dabei aber mehr Schaden. Er hat Slivering Crush, damit stunt er Gegner in einem kleinen Umkreis. Er hat Bash, das heißt bei einem Angriff hat er die Chance auch zu stunnen und Bonusschaden zu machen. Und der Ulti ist Amplify Damage, damit markiert man Gegner, man sieht die dann die ganze Zeit, auch wenn sie eigentlich unsichtbar wären. Und sie haben Minus Armor, bekommen also mehr Schaden. So. Ja, wie ich schon vermutet habe, haben sie ja zwei Melee in einer Lane. Was natürlich nicht so ideal ist. Weil sie da ein bisschen, ja, gerade gegen die Lina öfter mal aufs Maul kriegen. Vielleicht, wenn sie nach vorne kommen, je nachdem, wie die halt, wie aktiv die spielt. Schauen wir mal, ob wir das gut ausnutzen können. Ich versuche einfach mal ein bisschen schön zu farmen. Ah, die Lina macht das schon ganz gut. Ups, kriege ich aber schon ein bisschen auf die Mütze. Nehmen wir jetzt mal hier einen Tango. Ja, ich werde so ein paar Standard-Sachen bauen, an ihm auch die Treads als Stiefel. Und dann, wenn es richtig gut läuft, kann man sich halt schön an Slada einen Dagger kaufen. Dann können wir auch mal sehen, wie das funktioniert. So, die sind die Core-Items, dann Dagger und BKB wahrscheinlich gegen das Team, damit man dann nicht ausgeschaltet wird. Muss dann Level 2 werden, dass ich dann jetzt auch den Slivering Crush bekomme. So, au, 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 die Lina muss man mal aufpassen, dass sie ja nicht zu sehr von den Creeps auf die Nase kriegt. Okay.
Okay, mal noch einen. Vielleicht kaufe ich mir als erstes auch. Ja, irgendwas, um Lebenspunkte zu regenerieren, wäre halt dann schon schön. Nein, das habe ich den Dings benutzt. Wollte ich überhaupt nicht. Wollte ich kaufen. So. Der Kurier ist gerade unterwegs. Meine Sachen sind auch nicht so dringend. Dann warte ich einfach mal. Bis der Kurier wieder in der Basis ist. Und dann kann ich mir mal da die Gegenstände schnappen. Wenn es ganz dringend wird und ich ein bisschen Lebensregeneration brauche, kann ich mir immer noch auch einen kleinen Ring auf Regen holen und den später zum Wladimirs umbauen. Aber das ist jetzt noch nicht aktuell. Ja, so ein bisschen brauche ich schon. So, jetzt kann ich das dann nochmal heilen wieder. Sind die Tangos jetzt leider schon weg. So, wir hatten Ring of Regen, wäre schon eine Option, dass ich dann mich nicht anders, weil ich heilen muss. Und wie gesagt, später kann man das dann immer noch verbauen, was ja schon ganz schön ist. Und 350 ist dann auch nicht so die Welt. Ups, da habe ich gerade gestunt, als ich da was machen wollte. Na, da geht der Shaker oben lang. Ah, die Lina spielt ja schön aggressiv. Die macht das schon ziemlich gut. Das ist genau das Richtige. So, dann hole ich mir da doch mal den Ring of Regen. Weil die mit ihren Spells dann doch ein bisschen am Nerven sind. So, Reuse Kurier mache ich gleich mal. Zack. Ja, und die dispellt auch gleich schon die Mana-Potions. Spielt echt richtig aufmerksam, die Lina. Super, so macht das Spaß. Ich hole mal kurz die Sachen aus dem Kurier. Noch ein paar Lebenspunkte mehr. Ups, nicht so direkt nebeneinander stehen, dass wir nicht beide gestunt werden. Ups, da... Oh, das war knapp. Das war richtig, richtig knapp. Gerade so entkommen. Glück gehabt. Und da können wir den Kurier töten, weil er vielleicht... Ah, komm. Jawohl. Ja, da waren sie ein bisschen unvorsichtig jetzt. Immer noch kein First Blood. Das war richtig knapp. Bin beinahe gestorben. Der Furion stand dann plötzlich netterweise neben mir. Unangenehm. So, mal erstmal mindestens einen Town Portal einsacken, vielleicht sogar zwei, dass ich schnell wieder runterkomme. Ja, das werde ich auch machen, weil auch die Lina zurückgegangen ist mit wenig Lebenspunkten. Aber die spielt echt gut. Coole Sache. Hat mir ja da eben der Ring of Regen noch das Leben gerettet. Und sonst hätte ich halt nicht mehr genug Lebenspunkte gehabt. Wäre ja vielleicht daran dann gestorben. Das war ja richtig knapp. Aha. Irgendwie gibt es da Streitereien. Nicht so genau aufgepasst, warum, aber muss man ja auch nicht. Was macht. Die Lina richtig gut gemacht schon wieder. Da den Weg abgeschnitten. Und aus der Mitte kann man Shadow fliehen, der konnte auch nicht durch den Fluss entkommen. Ja, sehr coole Sache. Das könnte ein richtig schönes Spiel werden. Ich weiß natürlich nicht, wie es in anderen Lanes oder in der Mitte zum Beispiel läuft. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob eine Skillung für den Slider jetzt optimal ist. Macht das gerade so ein bisschen aus Gefühl raus. Bin schon lange nicht mehr gespielt. Ja, aber von 10% auf 15%, das mag ich eigentlich. Gerade die ersten Level lohnen sich dann oft besonders. Was passiert hier? Das Slivering Cross sollte man schon. Uprooted.
Ja. Ich bin schneller als der. Nein, die scheiß Creeps blocken mich. Ja, zu weit weg. Schade, schade. Aber haben wir zwei getötet und nur die Lina ist gestorben. Von daher hat sich das ja schon gelohnt. Sogar eine Potion für mich. Ist ja ein Traum hier. Ist ja ein Traum in der Lane. Besser kann es ja fast nicht laufen. Als mit solchen... Als mit solchen Teammates hier. So, jetzt mache ich mal die Schuhe fertig. Das ist natürlich ideal. Ich warte mal hier kurz, falls wir suchen, die zu ganken. Wie viel Mana brauche ich für eine Combo? 130, 180 habe ich gerade nicht. Oh, da kommen sie schon. Ich sag's noch. Na, der Ex auf den Last hat gewartet, der Shadow Fiend. Oh, naja. Wollen wir auch nicht übel nehmen. Ja, habe ich extra Wissen an der Seite gewartet, weil ich mir schon dachte, dass sie bestimmt die Lina da ganken wollen. Und die Rechnung ist mal komplett aufgegangen. Und haben beide erwischt. Da hat er gesehen, dass er das Sliverine Crush gleich am Anfang, dann ein Ziel noch mit Amplify Damage markiert. Natürlich nicht den Earthshaker, der eh schon fast tot war. Mal gucken, dass die Queen of Pain jetzt nicht beide erwischt. Na, ja, sehr gut. Ich renne mal zurück in die Basis. Tja, ich will dann jetzt einfach als nächstes tatsächlich direkt auf den Dagger sparen. Was anderes brauche ich hier nicht. Um dann halt noch ein bisschen offensiver zu sein. Bis jetzt, wir warten ja eigentlich immer darauf, dass die halt angreifen oder einen Fehler machen und das ausnutzen. Selber sind wir jetzt ja nicht vorgeprescht. Jetzt werden wir dann machen, sobald ich den Dagger habe. Weil dann geht's eigentlich erst richtig los. Wer ist denn von uns bis jetzt einmal gestorben? Die Lina halt, ja. Und wir haben die Kills gemacht. Ja, oben ist noch nicht anscheinend noch nicht so viel passiert mit Jakiro und Ricky. Fahren wir unten einfach erstmal weiter. Den Dagger. 2150 kostet der. Ist ja schon eine ganz schöne Ecke. So, man sieht schon, das Last Hit ist echt angenehm mit Slader. Eine ganz schnelle Animation und macht auch ordentlich Schaden. Zack. Nur so kurz und knapp zu. Komm, ein Schlag noch. Ah. Schade. Einmal ein bisschen mehr Glück gehabt. Irgendwie habe ich einfach nicht angegriffen. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich hat das nichts verhindert, dass ich angreife, aber das ist schief gegangen. Ja, wenigstens das noch. Tja, da kam die Queen of Pain nach unten. Wir haben es nicht gesehen, weil wir keine Runen haben. Keine Wards hier haben. Hab auch nicht gesehen, dass die Miss ist. Miss Akasha, ja. Ich weiß nicht, wann das war. Hab's anscheinend einfach verpeilt. So, bauen wir es mal zusammen. Ich auch nachher schon den Platz direkt für den, oh, die Windrunner können wir da mal töten. Das müsste eigentlich klappen. Ja, der vertreibt die gerade schon. So, schnell weg hier. Hab den Ward noch zerstört. Oh, oh, oh. So, gucken, dass der Fury jetzt nicht hier plötzlich auftaucht. Das war knapp. Hab immer noch geschafft, den Invis Ward zu zerstören. Ja, die Queen of Pain ist jetzt richtig aktiv geworden. Roamt hier ordentlich. Schade, sonst hätten wir die Windrunner bestimmt bekommen können. Das kostet natürlich jetzt auch viel Zeit.
in der ich irgendwie nichts machen kann. Ich renne jetzt mal zurück in die Basis. Der Furion will jetzt nicht einfach hier ankommen. Ist auch eh gerade in der Mitte. Oh, das war knapp. Haha. Und da unten gab es dann anscheinend einen Austausch. Der Doom hat die Lina erwischt. Dafür hat der Ricky dann den Doom noch klein gemacht. Werden wir jetzt erstmal wieder ein Town Portal kaufen und dann. Ja, vielleicht entweder gucke ich mal, ob ich wieder bei helfen kann, wie ich es eben oben versucht habe, oder. Komm, regenerieren wir schneller. Der Ricky verrät sich halt immer schon. Ich fände es cooler, wenn er irgendwie mal ab und zu eine Sekunde warten würde. Dann könnte man mal da zusammen vorgehen. Er scoutet halt. Aber. Na, vielleicht reicht das sogar, wenn ich jetzt hier noch. Nee, reicht nicht. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Die sind ganz schön offensiv. Und das ist ein bisschen sehr mutig, aber nicht so viele Lebenspunkte. Man muss ja auch mal total nah ran, um einen Stun zu landen. So, mal gucken, dass wir uns jetzt hier nichts von denen fangen. Ja, genau das. In der Kombination mit was anderem passiert. Sehr schön. Das Damage im Battlefire hat ja überhaupt nichts gebracht. Ich dachte, wenn sie noch schon nach vorne geht, hätte ich sie nochmal gestunt. Aber das hat die Lina schon schön alleine gemacht, die weggenuked. Ja, aber so zum Farmen komme ich so natürlich nicht. Wenn ich die ganze Zeit immer nur hin und her porte. Zwar machen wir ein paar Kills, ist ja auch schon und gut, aber. Geht auch besser. Ich möchte halt meinen Dagger haben. Sauerei. Oh, 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 der arme Jakiro. Ah, die noch denied. Nicht schlecht. Your middle tower is under attack. It's not time. Your middle tower is under attack. No. Oh, da kam er hier. Gerade noch gestunt, sehr schön. So, war noch erwischt. So, jetzt können wir unten mal ein bisschen auf den Tower drücken. Wenn die ja tot sind und wir eh schon in der Nähe stehen. Zack, zack. So eine geile Attack-Animation, der Slade. Und spiele ich ihn eigentlich nicht häufiger. Oh, ist schön 10 Charges auch. Ups, 10 Charges auf dem Magic Stick, Magic Wand. Ups, wird angegriffen, weil die Tower-Akku loswerden. So. Na komm, den Turm könnten wir jetzt kriegen. Mal gucken, ob jemand runterportet. Noch den Last Hit gekriegt. Damit reicht es dann tatsächlich auch für den. Zack. Für den Dagger. So, gucken, ob wir gleich mit was machen können. Nein, nicht in der Basis kaufen. Hier kaufen. Jetzt ist der schon hochgeportet. So schnell komme ich da nicht hinterher, es sei denn, die starten Gegenangriff. Wer ist hier unten? Den krall mir doch mal den hier. Machen wir das doch mal so. Den guten Furion. So, sehr schön. Da habe ich es geschafft, denn jetzt. Da hat der Furion es tatsächlich noch geschafft, sich da einzuigeln in seinen, wie heißt das, Sprout. Aber hatte ich zum Glück den Dagger und er hat mich noch nicht beschädigt, also nicht meinen Dagger disabled, sodass ich dann noch da reinporten konnte.
Wer ist jetzt da oben geblieben? Earthshaker. Oh, da oben geht es ein bisschen rund. Ist gar nicht mehr so viel Mana. Aber wenn es ein bisschen kritischer wird und die wirklich auf den Tower drücken, kann ich auch mal noch nach oben porten. Immer ja noch 11 Charges auf dem Magic Wand. Ja, werde ich jetzt auch mal nach oben porten, so. Gucken, wie sie jetzt schon zurückziehen. Zack, da habe ich noch. Ja. Da haben wir ordentlich abgeräumt und haben auch gesehen, warum der Dagger so eine gute Idee an Slada ist. Man muss ja immer rankommen mit seinem Slivering Crush und dafür mit dem Dagger steht man dann plötzlich genau neben ihnen. Queen of Pain erwischt, bevor sie wegblinken konnte. Und dann war es das auch schon mit der. Ups, ich will nicht vom Turm geschossen werden, weg. Na, kommt da jemand? Ja, es war ein bisschen sehr optimistisch, da so reinzugehen. Hm. Wenn er meint. Zack. Jetzt muss ich tatsächlich aber, wenn ich halt irgendwie jetzt mein Dings baue hier, mein BKB, irgendwas wegschmeißen. Das ist ein bisschen ärgerlich schon. Will ich eigentlich gar nicht. Vielleicht mache ich sonst erstmal mein Vladimir ist fertig. Kann es ja auch ganz gut gebrauchen. Und danach erst auf BKB. Da muss ich nicht gleich hier den Platz freimachen. So. BKB, Black King Bar. Da haben wir es ja schon. Kann ich einfach einen Kurier bringen lassen, mal die Sachen. Vielleicht muss ich dann gar nicht zurück in die Base, um mich zu regenerieren, obwohl der schon sehr, sehr niedrig ist gerade. Na komm, sammeln die Sachen ein. Naja, gehen wir mal kurz zurück in die Base. Das bringt mir jetzt Vladimir. Das Wichtigste ist, dass ich Life Leech habe. Das wäre danach halt Leben, weil ich mir im Angriff Leben rauben. Außerdem habe ich halt ein bisschen mehr Schaden, mehr Rüstung, Mana-Regeneration. Das ist halt irgendwie so ein bisschen von allem. Und das können gerade Stärkehelden oft ziemlich gut gebrauchen. So, für den Rest habe ich jetzt nicht so viel zur Verfügung. Ja, es bietet sich jetzt nirgendwo an, irgendwo mal anzugreifen. Also deswegen gehe ich einfach mal nach oben. Und halte mal hier den Push auf, dass sie nicht gleich am Tower stehen. Das ist passiert, ganz witzigerweise, bei Dota 2 öfter, weil es inzwischen so viele Helden gibt, dass man ganz vergisst, welche Helden man eigentlich ja total gern mochte. Slada hat schon immer irgendwie so ein alter Favorit von mir. Ganz vergessen, dass ich den so gern spiele. Wie mit dem Tidehunter, aber den ich am Anfang auch überlegt hatte, den mag ich auch so gern. Ups, da nochmal. Spielen aber auch so selten. Wo es auch so ein super Held ist. Sollte ich einer der nächsten Folgen auch unbedingt mal zeigen. So, ich kann schon mal jetzt hier den Ogre Club noch kaufen. Vielleicht verkaufe ich dann mal den Magic Wand. Wo der schon ziemlich nützlich ist. Aber ich habe jetzt ja auch so ein bisschen mehr Leben in meiner Regeneration durch das Vladimir und brauche das nicht mehr so dringend. Und irgendwas muss ich ja verkaufen. Man hat ja nur 6 Inventarplätze leider. Das ist ja der Ärger. Oh, was geht da? Sprinte mal. So, in welche Richtung ist der Prophet hier abgehauen? Leider nicht in meine Arme. Oh, vielleicht kann ich mal hier warten. Vielleicht springt dann die Queen of Pain hier mal hier irgendwie direkt in die Arme. Das sieht aber nicht so aus. Will hier mal an der Kante warten. Gucken, irgendwann muss doch hier mal vorbeikommen. Aber schon ganz schön einseitiges Spiel. Tut mir schon fast ein bisschen leid, die anderen. Da unten ist der
Nature's Prophet, ja, zu dem komme ich natürlich nicht mehr rechtzeitig. So, ich versuche es nochmal in der Mitte hier, wenn jetzt nicht zu viele auftauchen. Der Earthshaker ist hier. Ist noch die Queen of Pain. Ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Ich muss schon ein bisschen aufpassen da, der Jakiro. Kann ich natürlich schon versuchen zu helfen, aber schon relativ viel Magic Damage unterwegs. Ups, da haben wir... Ja, da reicht die Anwesenheit schon, um sie ein bisschen abzuschrecken, aber... So richtig effektiv ist es natürlich nicht, wenn ich dafür nur rumgammel und drauf warte, dass da was passiert. Da oben ist der Furion. Nein! Und jetzt haben die neutralen Units dann da den Kill abgestaubt. Skandal. Naja. Gibt's schon mal so, wer ist da oben? Windrunner. Können wir gucken, ob wir uns die krallen können. Ah, wo ist die gute Frau? Schon weg. Ich gehe jetzt mal in die Basis und sammle endlich hier mal meinen Ogre Club ein. Die Lebenspunkte kann ich halt schon gut gebrauchen und es gibt ja auch noch mehr Schaden. Was ist das denn? Die kriegen ja nur aufs Maul. Schlimm. Das ist manchmal so, wenn man halt so einen schlechten Start hat, wie unten die beiden. Aber die waren natürlich auch als 2 Melee ein bisschen angearscht, aber trotzdem hatten die ja... Hatten ein paar gute Versuche und dann hatten wir... Die Lina hat halt echt gut gespielt als Team. Das ist richtig gut funktioniert hier in der Lane zu zweit. Und da kommen sie halt einfach nicht mehr raus. Wir hatten so einen Vorsprung und Slada jetzt mit so einem Vorsprung und Dagger ist richtig gefährlich. Die ist halt auch nicht ohne. Die ist natürlich genau in mich reingesprungen. So, jetzt... Der muss halt eigentlich... Komm. I came a long way to see you die. So, dann krallen wir uns mal hier noch den Furion. Ah. Wo ist der wohl hin? Da ist er hin. Aber ich habe keine Ahnung. So, jetzt sehe ich ihn wenigstens. Jetzt stelle ich mal die Schuhe auf Mana um. Dass ich vielleicht noch blinken kann, wenn es sein muss. Ganz geschickt gemacht. Schade, dass ich nicht mehr Mana hatte, sonst hätte ich ihn schon früher kriegen können. So, mal gucken, was ich jetzt nächstes brauche, ja. So, können wir mal die Ancients hier noch machen. Und dann Black King Bar ist ja nicht mehr so weit weg. Tja, aber eben hätte ich eher mehr Mana gebraucht. Hab zwar extra noch die Schuhe umgestellt, aber es hat nicht gereicht. Ja, nach Black King Bar braucht man ein bisschen Attack Speed und Armor ist auch nie verkehrt. Und Minus Armor wird das Sword Kürass eigentlich das Beste, was man dann bauen kann. Weil der Attack-Speed ist nicht so verkehrt. 0,9 pro Angriff. Aber geht auf jeden Fall besser. Ich will immer noch 400 fertig farmen, weil es macht schon einen großen Unterschied, ob ich die Clacking Bar habe oder nicht. Damit bekomme ich dann auch wesentlich mehr Survivability, also kann einfach den Kampf noch sorgloser ein bisschen reingehen. Ich meine, so gefährlich ist das jetzt eh nicht, aber muss ja trotzdem nicht übertreiben. Kosti. Dann habe ich auch fast. Natürlich sollte ich auch noch genug haben, dass ich dann wohin porten kann.
dann können wir das Spiel mal beenden. Vielleicht machen wir vorher noch Roshan. Können sie eh nicht viel gegensetzen. Aber es muss, glaube ich, nicht sein gegen das Team. Vor allem, wenn ich dann selber noch BKB habe, haben die nicht mehr so viel zu melden. So, sammeln wir das BKB auch mal ein. Aber das reden sie gerade drüber, wir können Roshan machen, das stimmt. Ja, da hatten sie sich ein bisschen gesammelt. Fast hätten sie einen gekriegt. Ah, der Doom auf dem wird nicht reichen. Oh ja, da kommt sie aber noch dazu. Ah, sie hätte mal den Dings verfolgen sollen. Das wäre besser gewesen. So, da unten läuft noch einer rum. Ist die Queen of Pain. Ah, wer weiß, wo die hingeblinkt ist. Die kann ja sonst wohin. Oh, da ist noch jemand anders. Der Doom. Ah, hab ich ganz übersehen. Guck an. So, ich ändere mal noch die Schuhe auf Int und gehe mal nach oben, um den Kollegen abzufangen. Den Prophet. Your top tower is under attack. Ja, aber ich. Da muss er immer nah bei ihm bleiben, dass er sich halt nicht in seine Sprouts einschließen kann. Und wenn man das halt gut schafft, dann läuft das wie eben, dann schließt er einen mit ein. So. Ja, wir können jetzt einfach mal pushen. Ich werde auf den oberen Turm drücken, die können wir in der Mitte drücken. Selbst mit dem Vladimirs, was mir schon noch Mana-Regeneration gibt, zwar nicht viel, aber immerhin, merkt man schon, er braucht das Mana auch, wenn er halt ein bisschen Action machen möchte. Der Dagger kostet halt Geld, Slytherin Crush kostet Geld, Ulti kostet fast nichts, aber insgesamt summiert sich es dann doch auf. Deswegen stelle ich halt die Schuhe öfter auch mal auf Int um. Damit wir da dann mich ja ein bisschen mehr Mana hab. Ein bisschen mehr Mana-Regeneration ja auch dadurch. Ja, die könnten vielleicht mal hochkommen. So schnell sterbe ich zum Glück nicht. Naja. Naja. Aber mit Doom am Sack sterbe ich halt dann doch auch mal. Das ist mein erster Tod jetzt eigentlich. Nee, der zweite schon. Naja, gut. Ja, das nervt natürlich. Mit Doom kann man dann nicht nur keine Fähigkeit mehr benutzen, man kann auch keine Gegenstände mehr benutzen. Das ist natürlich ein richtiger Scheiß. Der brauchen sie auch nicht. Brauchen kein Vladimirs. Können den Roshan auch gut so fertig machen. Jetzt pushen die oben mal. Machen wir mal die Rune an, dass es nicht so schnell kaputt geht. Ja, und für mich ist schon das Kuras das nächste vernünftige Item. Ja, dann können wir eigentlich jetzt das, wenn wir uns mal kurz aufteilen, die Lanes ein bisschen bearbeiten und dann werden wir einfach mal durch die Mitte gehen, vermute ich mal. Das ist ja der einfachste Weg, das hier mal zu beenden. So, ich pushe hier oben noch das Stück und laufe dann auch in die Mitte. So. So, da sagt natürlich, dass wir alle in die Mitte kommen. Ups, der SF geht gerade noch nach oben, dann warte ich auf den noch. Und dann können wir mal schön in die Mitte gehen. Und, na, so. So, dann gehen wir mal in die Mitte und können wir das hier mal beenden jetzt.
Muss ja nicht unnötig Zeit vergammeln. Schauen, dass ich mich nicht gleich wieder so einen Doom fange, weil das schon ganz schön eklig ist. Oh, da war ein bisschen aufgeteilt. Anscheinend nicht so gut geklappt. Ups. Muss mal aufpassen, dass hier keiner kommt und ihn abgreifen will. Da. Ups. Zack, den kriegen wir jetzt schon hier. So, kriegen wir die auch noch? Leider nicht. Ja, schon wieder das Mana-Problem. Ätzend. Und jetzt muss ich auch noch den Bracer verkaufen, aber noch ein bisschen weniger Mana, um mir halt den Hyperstone zu holen. Das lohnt sich halt schon. Aber das Mana wird dadurch auch nicht mehr. Muss ich halt langsam ein bisschen im Level aufsteigen, kriege ich dadurch ja auch mehr Mana. Aber ideal ist das alles nicht. Dabei hat er schon 750 Mana, also so viel kosten die Spells jetzt ja auch nicht. So. Gucken, ob hier vielleicht einer vorbeikommt. Der Earthshaker wäre super. Na, komm her. Du willst es doch auch. Ja, mit dem. Ja, mit dem Damage Amplifier drauf. Tut das auch richtig weh. Minus 20 Rüstung. Wenn dann ein Schuss halt vom Shadowfiend kommt, dann bleibt man da nicht lange stehen. Immer noch die blöden. Ach ja, jetzt habe ich auch mal. Ja, ich habe Mana reingekriegt. Ist ja nett. Von der Arcane Boots wahrscheinlich hier, ja. Radiant Structures are fortified. So. Soll ich ein bisschen darauf achten, dass ich meinen Dagger einsetzen kann. Ich von draußen rein. Portal. Ich werde trotzdem mal noch auf die auf Int lassen. Nicht genug. Nein, jetzt hat er mich so billig gedoomt. Mann, das zackt. Ist das ätzend. Ja, leider nicht geklappt. Ja, da haben wir ihn doch zu lang gebraucht, um ihn auszuschalten. Dann konnte er noch sein hässliches Doom rausbringen. Schade, schade. So, wie viel fehlt mir jetzt hier noch? 1300. Schon noch eine Ecke. Ja, sollten wir uns vielleicht mal zusammentun. Der Ricky ist halt auch irgendwie ganz gern allein unterwegs. Sollten uns da mal aufhören, die Zeit zu verschenken. Mal zusammen losgehen. Ja, auch ganz vernünftige Items. Blink Dagger finde ich eigentlich auch in 99% der Fälle besser als Shadow Blade an Shadow Fiend. Blink Dagger BKB ist eine super Kombination. So, die sind, man merkt auch alle, die wollen auch langsam das Spiel beenden, haben auch keinen Bock mehr darauf, dass das hier ewig weitergeht. Hier kann ich mir übrigens angucken, wer Schaden gemacht hat eben an mir. 820 kam halt vom Doom, von der Fähigkeit. Das ist immer ganz interessant. Dann ein bisschen Angriffe hier von dem Furion zum Beispiel. 141 Angriffe und 90 nochmal durch den Maelstrom Proc. Ja, ganz nett, kann man sich mal so angucken. Tja, packe ich jetzt irgendwas stattdessen ein? Ja, das Townportal brauche ich jetzt nicht. Wir sind eher am Pushen. Ich glaube nicht, dass sie dann plötzlich vor unserer Base stehen. Von daher brauche ich das nicht so dringend. Es wird nichts Überraschendes passieren hier plötzlich. Die Movability ist ja nicht mehr so wichtig. Und
10 Rüstung ist schon nochmal was wert. Gegen Doom hilft es natürlich am Ende des Tages auch nicht, wenn ich das einmal drauf habe, aber... Ja, geht halt einfach da lang. Ich komme schon zu euch. Man sieht auch schon, mit dem Hyperstone geht es halt wesentlich schneller. Dann schon nochmal ein ganz anderes Angriffstempo mit der Bash-Chance von 25%. Das macht halt schon was her mit dem Hyperstone. So. Guck, ob hier mich abhängen. Na, die spielen halt schon sehr defensiv. Warten natürlich jetzt in der Base drauf, dass wir angreifen. Und dann werden wir einfach mal dann zusammen reingehen demnächst. So. So, noch Damage MWF drauf. Dann passiert ja auch nicht allzu viel. Komm her! Ach! Das blöde. Ups. Blöde Evasion, die sie hat. Nein! Ach. Kaufe ich mich zurück? Nein, mir fehlen noch 2 Gold. Ich kaufe mich aber dann zurück. Kein Bock zu warten. So, renn! Ich werde die Lane mal fertig machen. Na, mit Sprint ist er auch schon relativ fix unterwegs. 500er Move Speed. So, vielleicht verfolgen die nochmal. So, der Ricky soll nochmal reingehen. Was ist denn los mit dem Ricky? Ja, der spielt nicht so doll, der Ricky. Bisschen schade. Your top tower is under attack. Mann, das ist so ein Vollidiot, der Ricky. Hier. It's not time yet. Ja, wenn der Ricky dabei gewesen wäre, hätten wir locker 2, 3 gekillt da. Aber der will halt immer nur farmen die ganze Zeit. Also es ist halt so ätzend, also das nervt in normalen Spielen schon. Aber in so einem Spiel, wo es ja nur noch darum geht, dass wir das mal beenden, dann so ein Farm-Heini im Team zu haben, ist halt total nutzlos. Und es macht ja auch keinen Spaß. Das ist ja kein Selbstzweck, hier im Wald zu stehen und zu farmen. Als wäre es irgendwie der größte Spaß, den man sich halt gerade mal so vorstellen kann. Ist eigentlich halt relativ lame. So, stumpf auf Creeps anzuhauen. Aber vielleicht sehen das ja manche anders. Total unnötig, dass wir es so in die Länge ziehen, das Spiel. Na, bei Rorsch ist er wieder dabei, sowas mögen die halt, ne? Sowas mag auch so ein Farm-Ricky. Rohschaden, ist dann wieder was Dolles. So, Amplify Damage. Ach, hat auch gar keinen Spell drauf gemacht. Tja, Windrunner hat es jetzt geschnappt. Witzig. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal spielen. Anstatt hier immer nur rumzualbern. Dann würde das auch mal was werden. Ja, die hat ja irgendwie eine Invis-Rune. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen Shadowblade oder irgendwas anderes hat. Anscheinend war die auf jeden Fall unsichtbar und hat dann das Aegis aufgesammelt.
So, mal schauen. Das heißt natürlich, die hat ein Leben mehr jetzt. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Mir fehlen jetzt nur 100 zum... Das ist natürlich ärgerlich, wenn ich jetzt sterbe. Ich verkaufe das mal. Und kaufe mir dann hier... So. Ja, wenn ich jetzt sterbe, wäre es halt extrem blöd. So, dürfen jetzt nicht einfach so blind, komplett blind reinstürmen. Warten wir mal, ob die mal einen Fehler machen. Und dann gehen wir da mal rein. So, ich warte mal auf das Dings. So, mein Kürass ist im Kurier. Sollten wir vielleicht einfach noch mal kurz drauf warten. Muss jetzt ja nicht so reinstürmen. Ja, wenn sie mal die 3 Sekunden warten können auf meinen Kürass. Bevor sie sich da so wegtun. Oh mein Gott. Wenn sie jetzt wenigstens die Lane holen. Ich kann mich natürlich nicht kaufen, gerade das Kürass fertig gebaut. Ja, wenigstens macht der Rick jetzt viel ein bisschen Schaden. The Queen is dead. Ja, und da ist auch die Windrunner wieder. Hilft ihr natürlich nicht so viel. So. Dann wenigstens jetzt die Lane holen. Komm. Your top tower is under attack. The enemy's bottom barracks has fallen. Ja, kann man hier nur zugucken. I'm loath to kill another ginger. But for you, I'm an exception. Ja, der Furin kann natürlich auch nicht mehr viel reißen. So, ich warte eigentlich nur, dass ich hier wieder lebendig werde. Ewig hier rumhänge. Kann ich mir meinen Kürass sogar wiederholen. Auch wenn ich davon im Moment nicht so viel hab. Jetzt einfach nochmal schnell in die Basis. Die letzte Lane machen oder direkt in, direkt aufs Hauptgebäude gehen. Schauen wir mal. Out. Sollte da mal aufpassen. Ach ja. Bisschen Spaß darf sein. Warum bin ich denn so langsam? Das ist hier zum Heulen. So, jetzt haben wir Schluss. Das Rumgeeier geht an mir auf den Sack. Nein, mir grad. Warum kann ich hier nicht angreifen? Was ist da schon wieder los? So. Ist jetzt bald mal gut. Verteidigen halt hier noch ein bisschen. So, jetzt mal Amplified Damage. Damit muss eigentlich dann mal... Dürfte nicht mehr so viel übrig bleiben. So. Also hier zurückgekauft. Man ist ja schon wieder Doom bereit. Was ist das denn hier?
Tja, da gehe ich wohl kaputt von dem blöden Boom. Kann mich immerhin zurückkaufen. So, ihre. Die verfolgt die noch. Vielleicht kann ich da gleich mal aushelfen. Komm, schnell. Schneller, schneller. Warum bin ich so langsam? So, gehen wir einfach nach oben. Wir müssen da nicht so lange rumalbern. So, noch mal kurz ein bisschen Mana tanken. So, jetzt sehen wir die mal. Auch interessant. Aber da einfach ewig hinterherrennen, natürlich jetzt auch Quatsch. Der Riki sieht das natürlich anders. So, mal gucken, wo sie hinbelingt. So, Schluss mit der. Danke. Ja, gibt's auch gar nicht mehr viel zu sagen. Das Spiel zieht sich jetzt hier. Ein bisschen zwischendurch ist auch unnötig in die Länge gezogen haben. Aber jetzt ist es vorbei. Das können die jetzt nicht mehr stoppen hier. Hä, Doom geht durch BKB durch, oder was? Das kann ich mir auch nicht mehr kaufen. Dann kann ich wenigstens noch zugucken, wie das hier mal zu Ende geht. Der Doom hat echt ordentlich getankt. Deswegen, der hat mich mal entwaffnet. Deswegen konnte ich ihn nicht angreifen. Überhaupt nicht drauf geachtet, weil ich auch die Halberd selber so selten baue. Aber naja, haben wir das auch nochmal gesehen. Hat sich am Ende ja noch ganz schön gezogen dafür, dass wir das eigentlich richtig gut im Griff hatten, das Spiel. Der Riki ein bisschen viel gefarmt. Aber die Lina super gespielt. Richtig Spaß gemacht in der Lane. Und der SF... Für den lief es anscheinend auch sehr gut. Ja, dann haben wir gesehen, was den Slada so ausmacht. Also gerade die Kombination mit Dagger und BKB ist halt dann richtig mächtig. Kann halt Leute richtig gut verfolgen mit dem Sprint und dem Slithering Crush. Und mit dem Ulti ist einmal natürlich zum Aufdecken gut, aber auch zum Schaden machen halt perfekt. Ja, hoffentlich nächstes Mal wieder eine Runde mit Michi. Mal gucken, wann er wieder Zeit hat. Sonst spiele ich vielleicht auch mal wieder alleine. Und eben haben wir schon über den Tide Hunter geredet. Könnten wir den eigentlich mal zeigen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.